Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Bilde 2. Schön, oh ne, hier müssen wir nicht rein. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich habe jetzt mal die Ballenpress-Aktion abgebrochen, weil tatsächlich ich gerade sehe, dass der Herr Hammerstiel der nächste ist, der mit dem vollen Ballenanhänger wegfährt. Der mit dem vollen Ballenanhänger weggefahren hat, ohne was zu sagen. Ich weiß nicht, ich habe nur gesehen, dass die Frau Pfannerich nochmal mit ihm telefoniert hatte. Was natürlich, weiß ich nicht. Aber ja, kann man nichts machen. Mal gucken, was da jetzt dabei rauskommt. Ich werde es jetzt einfach melden und Arsch lecken, dralala. Ich lasse die beiden jetzt erstmal dort liegen und wenn sie alle weg sind, sind sie alle weg. Dann kann ich es auch nicht ändern. So, wir müssen uns jetzt aber erstmal um die Felder kümmern. Wir müssen Unkraut machen und wir müssen düngen, definitiv. Weil es ist schon später Nachmittag. Es waren ja tatsächlich einige Ballen, von daher... wäre das ganz gut gewesen für den Fermenter, aber schauen wir mal. Ja? Hallo? Janssen, guten Tag, kann er ja Ferser. Und zwar, Sie hatten bei mir einen Auftrag aufgenommen auf dem Feld 36. Sie wollten Weizen abdreschen. Wieso ist das noch nicht gemacht worden? Es regnet. Ich kann nicht drechen, wenn es regnet. Ja, aber das hätten Sie ja schon längst machen können. Nee, weil es hat ja angefangen mit Regnen. Es tut mir wirklich leid, aber das hat zeittechnisch nicht gepasst. Ich habe 13 Uhr den Drecherast abgeholt und es hat 14 Uhr mit Regnen angefangen. Das geht sich nicht aus. Ja, aber das ist ja nicht mein Problem. Ja, aber ich kann, wenn ich jetzt im Regen ernte, dann haben sie maximal Verluste, ne? Ja, gut, das werde ich ja nicht tragen. Ja, aber es das ist ja ihr Feld. Das stelle ich Ihnen natürlich dann in Rechnung. Ey, ich kann ja nichts dafür, dass es regnet. Ja, dann hätten sie den Auftrag nicht annehmen müssen. Ja, aber ich kann den doch nach dem Regen machen. Das wäre doch ein Kompromiss. Ja, bis nach dem Regen, dann hoffen wir mal, dass es bis spätestens 17 Uhr ist. Also ich möchte das ja irgendwann fertig haben. Ich kann Ihnen sagen, also laut Wetterbericht regnet es die nächsten 3,5 Monate. Das wird aber schwer. Das geht gar nicht. Also bis 17 Uhr sollte es sein, sonst werde ich es an den Bürgermeister weitergeben. Ja. Und dann kann er sich da weiter drum kümmern. Okay, alles klar, da weiß ich Bescheid, ne? Okay, bitte. Tschüss. Ja, Tschüssikowski. Tschüss. Ich kann nicht mehr. Jetzt haben sie sich wirklich was einfallen lassen, ey. Das gibt's ja gar nicht. Haben sie sich wirklich was einfallen lassen? Ja, gut. Ja, gut. Das ist natürlich... Ja, gut. Chapeau. Chapeau. Ja, die Frau Janssen war das. Na gut, von der wir den Drecher haben. Ah. So, Traktor. Ja, der Herr Ferser. Hallo Herr Ferser, hier ist der Herr von Rüssel. Ach, grüß Sie, was gibt's denn? Ich bin ja LU-Mitarbeiter für die letzten... Also Sie hatten da irgendeine Sperre drin und jetzt bin ich Ihr LU-Mitarbeiter. Ach so, okay, verstehe. Was soll ich denn jetzt machen? Ja, Moment, Sie könnten tatsächlich... Lassen Sie mich kurz überlegen. Sie könnten den Drescher, der bei mir am Hof steht, mit dem John Deere Schneidwerk zu Feld 36 fahren. Ja, kriegen wir hin. Weil wir starten dann die Ernte, aber es regnet leider noch. Nee, das kriegen wir hin. Und wenn Sie das abgeschlossen haben, dann melden Sie sich nochmal. Dann würde ich sagen, machen wir ein bisschen. Könnten Sie Ballen einsammeln auf Feld 5? Das kriegen wir hin, machen wir so. Können wir das machen? Ja, machen wir so. Danke Ihnen vielmals. Bis dann. Ja, ciao, ciao. Warum geht denn der nicht auf? Jetzt. Achso, warte, müssen wir mal vorfahren. Ne, geht tatsächlich mit N, aber ich ging beim ersten Mal nicht, keine Ahnung. So. Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst, einmal auf den Chat geguckt. So, gut, dann. Ich weiß nicht, was wir mit dem Ballen... Ich habe keine Ahnung, was wir zu machen sollen. Ich habe jetzt auch keine Zeit und keinen Nerv, mich darum noch zu kümmern, weil tatsächlich, ja, mir das jetzt auch, weil das, ja, das ist mir jetzt einfach auch zu anstrengend.
Wir müssen die 16, 19, die 16, 15, 19 und 20 düngen. Und das ist halt einfach erstmal Priorität gerade. Lass uns das einmal machen. Und wenn wir gedüngt haben, lass uns erstmal das Unkraut bekämpfen, dass unsere Felder erstmal fertig sind. Und dann ist hier erstmal, ja. 45, 15. 15 können wir anfangen hier, genau. So. Aufgechumpt. Nein, ich werde keinen Drescher kaufen. Ich werde mir maximal einen ausleihen. Ja, auf Feld 36 das Stroh werden wir auch abholen, logischerweise. Aber erstmal alles nacheinander. So, der 27er hat ja Pflegebereifung drauf. Das ist das Schöne an der Sache. Aber hier ist eh noch nicht groß fortgeschritten auf dem Feld. Das sollte jetzt aber theoretisch... Angesehen ist es, kriegt jetzt die zweite Düngestufe, passt also alles noch. Das Feld könnten wir übrigens auch noch striegeln. Die 15. 15 könnten wir auch noch striegeln, theoretisch. Aber sie jetzt was einfallen lassen. Ich sage euch ganz kurz, wer das war, der mich die Dame, die mich angerufen hat und sich als Frau Janssen ausgegeben hat. Das war die Frau von Christian. Von unserem Christian war das die Frau, von dem Herrn Rotwild. Das ist ja geil, dass sie das mitgemacht hat, muss ich ehrlich sagen, Chapeau. Also das, Respekt, das ist gutes RP. Also, dass sie das so im RP gelöst haben und so, gut, wirklich sehr gut, sehr, sehr gut. Haben sie mir die Tür vor der Nase zugeklatscht, da kann man nicht anders sagen, ne? Aber gut gemacht, sehr gut gemacht. Schnell reagiert vor allem, wo sie die zwei jetzt hergezaubert haben, ist natürlich eine interessante Sache. So, 14 gleich mit düngen. Ja, stimmt, die 14 können wir auch düngen, da habt ihr recht. So, jetzt knallen wir düngen, geht ja Gott sei Dank ziemlich schnell. Das heißt, wir knattern jetzt hier schnell die Felder durch. Der Herr Rüssel. Herr Rüssel, ist der Drescher schon unten? Ich bin in einer guten Minute unten, ja. Okay. Ballen einsammeln, haben Sie einen Sammelwagen? Am LU? Ja. Haben wir, glaube ich, einen Sammelwagen, ja. Also für Rundballen, ne? Rundballen haben wir einen, ja. Okay, das wäre super, dass sie da die Rundballen einsammeln. Das wäre eine klasse Sache. Das kriegen wir hin. Alle, die dort liegen, oder? Alle Rundballen sind mir, ja. Das ist korrekt so. Gut, machen wir so, kriegen wir hin. Und wo soll man die hinschaffen? Theoretisch sollten die in den Fermenter gehen. Ja, dann probieren wir das mal. Das kriegen wir hin. Ja. Herr Rüssel, Sie sind ja Disponent, ne? Deswegen brauche ich wahrscheinlich unten nicht nochmal anrufen. Nee, brauchen Sie nicht, ich trage das mit ein. Danke Ihnen. Ansonsten könnten Sie auch gleich noch mit eintragen auf Feld 14 Stroh einsammeln. 14 Stroh einsammeln mit Ihren Maschinen oder auch wieder mit unseren? Mit Ihren Ladewagen, ich habe leider keinen. Gut, machen wir so. Ich meine, wenn Sie einmal den Ballenladewagen dran haben, passt auf, wir machen mal Folgendes. Wenn ja. Sie auf der 5 eingesammelt haben, das Stroh... Dann schauen. Herr Rüssel? Ja, alles gut, sind wir da. Dann schauen Sie mal, ob das in den Fermenter geht bei mir am Hof. Ballen. Ja. Na? Und wenn das geht, dann presse ich Ihnen die 14 schnell zusammen. Dann brauchen Sie sich erst nochmal umsatteln auf dem Ladewagen. Ja, nee, dann probieren wir das mal aus. Alles klar, das ist eine super Sache. Ich stelle es nochmal. Oder wissen Sie, ob die reingehen? Kann ich Ihnen leider nicht beantworten. Das habe ich noch nicht ausprobiert. Aber das kriegt man spätestens in einer Minute, wissen wir das. Können Sie die rauflösen, die Ballen, wieder, theoretisch? Normalerweise, da haben wir am LU so einen Fördermischwagen. Da können wir die einzeln auflösen. Das wäre jetzt nicht das Problem, wäre halt nur mit Mehrkosten verbunden, sag ich mal. Hm. Ich probiere es mal aus, ich melde mich gleich nochmal. Warten Sie mal, ich überlege gerade. Ja, ja, melden Sie sich da nochmal, alles klar, passt. Genau, bis gleich, tschüss. No, ciao, ciao. Ah, wir könnten die aber einlagern, das müsste gehen, oder? Gehen die in das Lager? Das wäre noch interessant. Gehen die in das Multilager? Wenn sie da reingehen, kriegt man sie ja lose wieder raus. Da liegen nicht mehr viele Ballen. Haben die noch mehr Ballen geholt? Echt, jetzt haben die noch mehr Ballen abgeholt da unten? Oh. Ach, da müssen wir halt doch nochmal einen Ditcher anrufen. Nützt ja alles nichts.
gefunden hat und dann hat er weiter gesammelt. Ditscher. Herr Ditscher, ich muss mich leider doch nochmal bei ihm melden. Ja. Es tut mir sehr leid wegen der Ballengeschichte, aber es ist halt tatsächlich so, dass mir meine ganzen Ballen da unten gemobst werden. Ja. Der Herr Hansen beteiligt sich da jetzt auch noch mit dran. Der hat 3 Ballen eingesammelt. Dann habe ich, also nur um ihn kurz zu erklären, dann habe ich ihn gestoppt, habe gefragt, was er macht. Und da hat er gesagt, ja, die Frau Fannerich hat gesagt, das Stroh hier kann abgeholt werden. Und ja, und er hat sich die fertigen Ballen genommen. Ja, und da habe ich zu ihm gesagt, nein, das ist nicht so. Das Stroh, was hier liegt, kann von allen abgeholt werden. Aber er muss dann sich schon selber einsammeln, sein selber Stroh. Selber pressen. Ja. Ja. Und da hat er gesagt, ach so, alles klar, hat diese 3 Ballen wieder abgeladen. Und als ich mich rumgedreht habe, hat er den Ladewagen wieder vollgeknallt und fährt fleißig meine Ballen da unten ab. Und ja, keine Ahnung, wo er die hinfährt. Weiß ich nicht, aber meine Ballen sind wahrscheinlich alle weg. Ja, das geht Hammerstiel, auch nicht Hansen, Entschuldigung, der Herr Hammerstiel, der Hannes Hammerstiel. Ach so, Hannes Hammerstiel. Ich schon gewundert. Ja, ja, Hannes Hammerstiel. Ja, ich war jetzt hier bei der Frau Pfannengesicht da am Hof. Ich hab mir im Lager, da hat ihm wirklich 8 Ballen liegen. Ja, also die sind auch nicht vom Herrn Schneegans, wie der LU-Mitarbeiter das behauptet hat. Das finde ich halt auch ein bisschen dreist, dass ich doch vom LU-Mitarbeiter vollgelogen wäre. Ja, den wollte ich gerade anrufen und fragen. Hm. Den ich will nichts sagen, aber soll ich ihm mal, aber Herr Ditscher, jetzt mal wirklich mal die Karten mal offen auf den Tisch. Ja. Wissen Sie, ich habe auch schon Scheiße gebaut. Ne, es ist ohne Frage, aber ich habe auch meine Strafen bekommen. Und Sie haben mir auch schon Punkte abgezogen. Ja, am Ende muss das ja immer Fehler sein. Richtig. Und ich habe auch nichts gesagt, ich habe das alles geschluckt. Und wissen Sie aber, das ist jetzt der zweite Vorfall mit dem LU. Der Herr Röhrig knallt mir mit Absicht, also da können Sie mir sagen, was Sie wollen, weil er hat kurz vor mir einfach rübergezogen auf meine Fahrbahn, volle Bude in meinen Drescher rein und stellt mir als Entschädigung dann noch ein Big Pack Salz auf dem Hof und tut sozusagen noch seine Späße drüber machen, das ist ja, weil ich ja die Suppe immer versalzen würde, bringt er mir noch ein Kilo Salz als Entschädigung, eine Tonne. Aber entschuldigt hat er sich, oder? Ja, er hat gesagt, er hat es auf den Traktor geschoben, aber wir sind doch alle nicht doof. Ich dachte, also, mal ganz ehrlich, ich bin klar, ich fahre jetzt jeden in die Karre. Also Herr Ditscher, als ich gesagt habe, meine Maschine läuft nicht rund, haben Sie mir trotzdem die Punkte abgezogen. So ist nicht, ne? Ja. Hm. Apropos in die Karre fahren. Wissen Sie eigentlich, warum ich so erkältet bin? Weil Sie Fahrrad fahren die ganze Zeit? Ich glaube, ich habe Sie gesehen heute. Ja, das ist kein Fahrrad, aber der hat keine Windschutzscheibe und nichts, keine Heizung. Oh. Und das im September. Das ist ja mies. Also da haben sie mir einen Bärendienst erwiesen. Ich muss aber auch mal ehrlich sagen, der Händler parkt da unten die Fahrzeuge auch einfach so scheiße, dass, ich meine, das sind Händler, da fahren große Maschinen rein, raus, überall hin. Und anstatt die da ordentlich in die Ecke zu stellen, wo sie auch kein Mädchen stören, stehen sie halt auch mitten im Weg. Ja. Naja, nein, aber das war natürlich nicht, es war natürlich keine, ja, es war ja noch Massenplatz, aber es war ja keine Absicht, Herr Ditscher, also entschuldige mich auch dafür. Das war jetzt, kommt. Naja, war klar. Alles klar, na gut, Herr Ditscher, ich wollte es Ihnen nur zumindest einmal erklären, was da gerade abgeht. Ja, deswegen den Hammerstiel, ich fragt hin war. Ich hätte gerne noch mehr Ballen da unten gepresst, dass das Stroh von dem Feld kommt, aber ich habe das jetzt sein gelassen, weil das macht keinen Sinn, das ist ja Zeitverschwendung, wenn mir die Ballen dann einfach weggeklaut werden. Nee, das macht ja keinen Sinn. Nee. Rest haben ja für Sie einen Ballenzähler? Ich kann Ihnen nicht sagen, wie viele Ballen das waren, nein. Ah, oh, schade. Mhm. Leider nein. Na gut, Herr Ditscher? Ja. Sie wissen Bescheid, ne? Ja. Alles klar. Dann. Tschüss. Unfassbar, diese Bande. Unfassbar, diese Bande. Sieht man irgendwie, wie viel Ball man gepresst hat? Nee, ne? Infomenü steht das? Echt? In welchem Infomenü? Es waren über 40 Ballen. Ja, es waren echt viele. Meint ihr Statistik das hier? Nee. In der Presse.
Gibt's nicht im Multiplayer. Ah, okay. Wenn ich die Presse am Traktor habe. Warte mal. Nee. Leider nicht, Leute. Leider nicht. So, warte mal, wir haben das gedüngt. Oh, die 20 müssen wir nur noch so einen kleinen Streifen düngen. Das ist ja perfekt. Das ist ja super. Genau. Ist ja auch egal, allgemeine Statistik, ist ja jetzt auch egal, Leute, ist ja jetzt egal. Mein Gott, es geht ja jetzt nicht um jeden einzelnen Ballen, darum geht es mir doch auch gar nicht am Ende. Darum geht es ja am Ende gar nicht. So, wir müssen nur sehen, wenn wir jetzt aufhören, wenn der Regen aufhört, naja gut, müssen wir die 36 noch ernten. Ich überlege, was wir machen, wir werden ein bisschen Korn für uns abkriegen, wir werden ein bisschen Geld damit verdienen, von daher geht das auch noch. Schade, ich hätte eigentlich noch mehr Stroh darunter geholt. Eigentlich hätte ich ganz gerne noch mehr Stroh runtergeholt, muss ich ehrlich sagen, aber... So, Feld 20. Oh. Ich glaube, hier sieht alles ganz gut aus. Hier können wir mal ganz kurz einschalten. Ja, geht's hier weiter mit Düngen. Wenn das überhaupt geht. Doch, geht. So, perfekt. Genau, dann ziehen wir die 20 jetzt noch durch. Dann haben wir die 16 gedüngt, die 15 gedüngt, die 20 gedüngt, dann fehlt nur noch die 19. Und dann müssen wir, genau, da müssen wir nochmal, ich bin mal gespannt, der LUler sammelt, achso, was macht der LUler? Das ist eine gute Frage. Herr Rüssel? Ja? Mit was für der Arbeit sind Sie beschäftigt? Ich lade gerade Ballen an Ihrem Fermenter ab. Wie viele Ballen sind da noch unten gewesen? Es waren zwei Platten, 24 Ballen. Also 48 Ballen haben sie da jetzt geholt. Ja, so ungefähr. Ich habe jetzt eine abgeliefert, also lade gerade ab und dann hole ich noch eine. Lagen da mehrere Ballen auf einen Haufen oder waren die alle einzeln? Waren alle einzeln. Ah, okay. Gucken Sie mal, ob da am Fermenter was reingeht. Wenn nicht, habe ich mir überlegt, ob vielleicht das Multifruchtlager was geht. Also wissen Sie, es funktioniert keins von beiden, sehe ich gerade. Funktioniert keins von beiden. Okay, da lädt die Ballen so ab und zieht die aber nirgendwo rein. Dann müsste ich mir Ihren Futtermischer ausleihen. Also hol ich jetzt erstmal noch die Ballen an Feld 5 und dann müssten die auflösen. Ja, bitte. Dann machen wir das so. Da hole ich die Ballen fix noch und dann bringe ich den Futtermischer am gleichen durch. Super, das ist ganz lieb, Herr Rüssel. Danke Ihnen. Kein Problem. Danke Ihnen. Okay, perfekt. Gut. Aber Herr Rüssel kümmert sich darum. Da mache ich mir keine Gedanken. Guter Mann. Der macht einen guten Job, gute Arbeit. Da brauchen wir uns auf jeden Fall nicht weiter mit beschäftigen. Sehr schön. Da geht das seinen Gang. So, dann kriegt man das auch da rein. Wir müssen nur mal schauen. Der Fermenter kriegt ja insgesamt auch nur 2 Millionen Liter rein. Deswegen viel mehr Ballen machen auch gar keinen Sinn am Ende. So. Oh, kriege ich das Feld noch durchgedüngt? Das wäre schon gut, wenn wir das noch durchkriegen, aber das müsste klappen, oder? Oh. Wenn wir so verschwenderisch umgehen, nicht. Aber doch, das klappt. Passt, dann haben wir die alle durch soweit. Okay, gut. Dann müssen wir nur noch schauen. Ich dünge doch bis an den Rand drüben, warum...
Das nimmt er auch komplett mit. Das Symbol mit dem Fernseher und Uhr. Da drin kannst du das nachschauen. Fernseher und Uhr. Was meinten jetzt gerade? Das mit den Unkraut auf den Feldern? Was? 19 muss auch noch gedüngt werden, richtig, aber wir müssen auf jeden Fall erst nochmal Dünger auffüllen, oder? Reicht ja für die 19. Nee, wird knapp. Oder? Okay. So, 400 Liter. Wir fahren zurück, wir holen erstmal Dünger. Das macht ja keinen Sinn so, oder? Nee, das macht keinen Sinn so. Guck mal, was hier für Unkraut drauf steht. Ist der Wahnsinn, ey. Da müssen wir definitiv ran. Und da müssen wir auch spritzen. Das ist wieder teuer. Oh, wie der Regen schön auf die Scheibe plätschert, oder? Super. Super angenehm. Finde ich gut. Finde ich gut. Zeit haben wir noch. 8 Minuten ungefähr. Boah, die Zeit rennt aber auch heute wieder. Es ist ja Wahnsinn, ey. Die 19 könnte man ja theoretisch auch morgen düngen. Vielleicht gehen wir doch erstmal ans Unkraut jetzt, oder? Vielleicht gucken wir erstmal, dass wir mit dem Striegel noch so viel durchkriegen, wie geht. Vielleicht schaffen wir noch ein Feld, dann sparen wir uns zumindest schon mal Pestizide. 15 wäre nämlich ein Feld, was noch zu striegeln ginge. Und ja. Schon wieder nicht auf, ne? Jetzt geht er auf. Ha. Wirklich komisch. So, dann stellen wir den erstmal ganz kurz auf Seite. Wir haben ja Gott sei Dank erstmal nichts zu drechen. Was ist das denn jetzt? Achso, das ist noch Dings. Okay. Striegel zuerst. Striegel. Wo ist der Striegel? Shitty, wo habe ich meinen Striegel? Da hinten. Oh, da gibt es ja im Kuhn DLC, ne? Das müssen wir eigentlich draufnehmen. Da gibt es einen mega krassen 24 Meter Striegel. Da habe ich ja richtig, da hätte ich ja richtig Bock drauf. So ein 24 Meter Striegel? Oh, das wäre was. Ja, ich meine Pflanzenschutz, Leute. Entschuldigung, dass ich Pestizide gesagt habe. Ich weiß, dass das Wort das Pestizide. Upsi. Alter Verwalter. Herr Rüssel? Ja, Herr Faser. Waren Sie das? Ja. Ach gut, ich dachte schon. Alles gut bei Ihnen? Ja, alles gut. Das horcht dir Sie. Ja, da, alles klar, Herr Rüssel, ich sehe, Sie haben die letzten beiden drauf, ne? Genau, ich hole jetzt ein Futter mit Schwachen, löse die auf und dann würde ich auf Fritz 14 weiter mit dem Ladewagen zusammenfahren. Da lag doch jetzt nur einmal 24 Ballen. Ja, und jetzt noch die 10. Die anderen waren schon wieder weniger jetzt, wo ich ankam. Ich dachte, das waren 2 volle Platten, wo ich gerade unten war. War schon wieder weniger? Ja, also es wird irgendwie jetzt mal weniger, wenn ich runterkomme. Super. Alles klar, danke Ihnen. Kein Problem. Ja, aber scheint auch nichts dagegen unternommen zu werden. Von daher. Super, wunderbar. Erste Sahne ist das. Bürgermeister hört man auch nichts. Ja, gut. Dann macht ja nichts. Dann werden wir uns, können wir uns ja in der Nacht auch bei den anderen Höfen bedienen gehen. Wäre ja jetzt auch nicht so das Problem. Ich weiß ja, dass ich definitiv auch nicht der. Ne, ich reiz auch gerne aus. Ist ohne Frage, Leute. Ohne Frage, das weiß ich doch auch. Aber. Ich bin mir nicht sicher. Berichtigt mich gerne, aber. Habe ich schon den anderen Sachen geklaut?
weiß es nicht. Bild mir eigentlich. Ja, ich denke, so Sachen so vom Hohen, also so andere Sachen, weiß ich nicht. Man kann das ja mal mitnehmen, es ist ja ganz witzig, ne? Aber, ja, dann so, ich glaube, man sollte es schon wieder zurückbringen, weil das geht halt immer nach hinten los. Das hört sich jetzt wieder an wie das übste Mimimi, ich weiß. Naja, egal, komm, ich höre jetzt auf. So, dann hauen wir mal hier GPS rein und knallen hier mal fix noch den mit dem Striegel das durch, das gute Stück hier. In der Hoffnung, dass wir das noch, oh, noch könnten wir schaffen. So. Es muss halt mal, also was halt wichtig wäre für mich, für meine Psyche. Das klingt auch geil, ne? Für meine Psyche wäre halt wichtig, dass da jetzt auch einfach mal eine Strafe kommt oder irgendwas, ne? Weil ich halt auch für jeden Bums und Völlefanz immer bestraft wäre. Und deswegen erwarte ich da einfach, dass da jetzt auch mal was kommt. Das wäre schon gut. Ich hoffe es zumindest. Anderen sollen sich auch mal ärgern, nicht immer nur ich. So. So, dann gucken wir mal, dass wir hier schön gestriegelt kriegen. Das sieht ganz gut aus. Ich habe gerade... Sladdy! Was ist los? Sladdy nur am Lachen, herrlich. Das ist ja auch witzig. Sladdy nur am Lachen, ich nur am Heulen. Aber zum Beispiel bei den anderen Kreisen ins Feld fahren, das finde ich, ist halt echt eine scheiß Idee, Leute. Das macht man nicht. Das finde ich, macht man einfach nicht. Das macht man nicht. Weil das ist so eine Sache, die kannst du auch nicht wieder rückgängig, also die kannst du nicht rückgängig machen. Ach so, mal eine Folge alle LUler, hä? Das wäre doch was. Nee, ist ja Quatsch. Ich rufe nochmal einen Schneegans an, komm. Hallo? Grüß dich, Reinfried. Hallo. Du, hat mal jemand nachgefragt bei dir wegen dem Strohballen zufällig? Ich werde hier schon wieder in Sachen verwickelt. Also. Hä, warum, was denn los? Ah ja, weiß ich nicht. Fragt mich ständig irgendjemand nach irgendwelchen Strohballen. Hä? Ich hab halt nur gesagt, dass das LU mir gesagt hat, dass es bei dir die Strohballen geholt hat. Du hättest ja die denen verkauft, obwohl ich ja gesehen habe, dass sie vom Feld meine Strohballen weggefahren haben, ne? Ja. So, und deswegen habe ich ja gedacht, gut, dann frage ich dich, bevor ich Behauptungen aufstelle, und du hast mir ja eindeutig gesagt, nee. Ah ja, ich vergesse halt Sachen immer. Ich meine, ich weißt du, jetzt zum Beispiel habe ich gerade mit einem 7810 einen 70.000 Liter gefüllten Weizenüberladewagen quer über die Map gefahren, weil ich keinen anderen Traktor hatte. Hab aber vergessen, dass am Nachbarfeld ein Quadtrack steht. Mhm. So als kleine Seitenstory. Und jetzt hatte mir, ich wusste noch, dass ich von der Sophie den Tiefenlockerer bestellt habe. Aber ich kam noch nicht dazu, ihn zu holen, weil ich muss das Heu abfahren und so. Und sie hatte gemeint, wir haben ausgemacht, dass sie dafür 8 Ballen Stroh kriegt. Und das kann durchaus sein, weil ich ja voll in der Ernte war zu dem Zeitpunkt, wo ich den angefragt hatte damals. So. Und dann hat sie gemeint, der LUler war auch da und hat ihre Presse geholt und hat diese 8 Ballen gepresst, die ich ihr da versprochen habe. Und der ist jetzt ready und ich kann den Teamlockerer holen. Und da habe ich gesagt, ja, okay, dann, keine Ahnung, war das wohl so. Und jetzt gesagt aber, dass der Bürgermeister kam jetzt zu mir und hat gesagt, ja, aber die fahren ja heute damit rum. Ich sage, nee, wenn, dann war das schon eine Weile her, weil die Ernte ist schon rum. Also ich habe ja den Rest auch auf dem anderen Feld mit dem Sammelwagen eingesammelt. Und das wurde direkt vom Feld abgeholt. Weil ich habe davon nichts mitbekommen, so. Und ja, da habe ich gesagt, dann müsst ihr das halt nochmal prüfen. Da müsst ihr in eure LU-Bücher gucken, nach den Aufträgen, weil der neue LUler, der da jetzt dabei war mit dem Bürgermeister, der konnte dazu nichts sagen, weil er neu war. Ja, und die sind jetzt los und prüfen das nochmal. Ob das so war. Okay. Ja? Okay, alles klar. Weil das muss ja einen LUler geben, der die Ballen gepresst hat dann. Nee, den gibt es nicht. Der LUler war auf Feld 5 mit dem Sammelwagen. Ballen, Stroh, Sammelwagen. Ja. Verstehst du? Ja. Der hat loses Stroh eingesammelt. Neben mir. Die ganze Zeit. Und der Willi habe Ballen gepresst.
Verstehst du? Ja. Ja. Ey, dann finden sie es doch aber raus. Wenn sie keinen Auftrag finden im LU für Wallenpressen bei mir, dann hat sich's doch eh schon erledigt. Nee, alles gut. Ich kann's halt nicht nachweisen. Ich hab's nicht mitbekommen dann. Ja. Ja gut, alles klar. Dann ciao, ciao. Jo, ciao. Was war denn das für eine lame Story? Na gut, in diesem Sinne sind wir aber auch erstmal durch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Ah, Schaut bei den anderen vorbei auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auch ganz witzig anzusehen. Bis dahin, ciao, ciao.